So, heute mal wieder was Neues von der Tesla-Front. Heute habe ich es mal so gemacht, wie der Carsten mir das empfohlen hat. Aber da hier richtig kackböiger Wind ist, ist der Tesla heute echt ein bisschen widerspenstig. Fliegen tut er, aber er ist ein richtiger Kampfdrache. Bewegt werden. Also unten anflocken ist beim Tesla diesmal nicht drin. Dafür ist der Wind hier definitiv zu stark. So, jetzt gebe ich mal ein bisschen mehr Leine. Schon geht's los. Also mehr als so viel traue ich mich schon nicht, weil hier auch viele Leute rumlaufen und Hunde. Und ich sag mal, so eine Angelrute auf dem Hut hat nicht jeder gerne. Und jetzt hat der Wind gerade ein bisschen mehr Einsehen mit mir. Der mag es, wenn ich filme. Das ist ja nett. Also gerade war es wirklich eine Hin- und Her-Rennerei. Da kam ich mir vor wie so ein kleiner malaysischer Junge, der gerade seinen Kampfdrachen hochlässt. Aber jetzt steht er da. Ziemlich sauber, muss ich sagen. Naja, habe ich zu früh gesagt, ne? Ich kommen schon wieder diese fiesen Böen. Wenn er nach rechts abdriftet, muss man ihm entgegenlaufen. Wenn er nach links abdriftet, ich. Jawoll! Weil der ist mir vorhin schon mal einmal durchgerutscht und das wird richtig heiß. Gerade wenn da so eine schicke Böe reinhaut und nicht rechtzeitig genug Loren loslässt, das tut schon ein bisschen weh an den Fingern. Ich sag mal, das wird ziemlich warm. Aber danke Carsten für den Tipp mit den Schwänzen am Ende. Ich habe da einfach, wie du mir auch schon mal berichtet hast, mit Malerfolie geht es auch. Malerfolie genommen. Klappt super. Jetzt kommen die Böen aber wieder zackig hier um die Ecke. Ui. Aber er steht, ne? Also ich habe ihm vorhin mal so richtig Leine gegeben, aber auf der Wiese ein bisschen zu gefährlich. Da ist doch ein bisschen zu viel Action gerade am Start. Hunde, kleine Kinder, das ist mir zu gefährlich. Deswegen machen wir lieber kurze Leine. Und alles ist super. So, jetzt nachdem sich der Wind so ziemlich gut stabilisiert hat, hängt der Tesla da oben. Geheftet. Supi. Und das an der Oberkasseler Rheinwiese. Kann man gar nicht glauben, ne? Steht wirklich in der 1 da oben.
ist alles eine Sache dieser Bestäubung, die ich da hinten drauf gemacht habe, und der Bespannung an den Leitkantenenden. Oh, jetzt kommt da gerade abgeschmiert. Da muss ein bisschen aufpassen. Der Wind ist halt doch manchmal tückisch hier. Habe ich ihn zu früh gelobt. Da muss man schon wirklich ein bisschen aufpassen, ne?